Hallo meine Lieben, hier ist wieder Christian, der Auswanderlux, und im heutigen Video geht es um die Lebenshaltungskosten in der Schweiz. Ja. Ich werde dann im Laufe des Videos mal ein paar allgemeine Sachen erklären dazu und natürlich auch meine Lebenshaltungskosten zeigen und dazu ein bisschen was erklären. Ich gehe dann am Anfang einmal so im Schnelldurchlauf durch und hinterher schauen wir uns dann Punkt für Punkt an und dann sage ich noch ein paar Sachen dazu, dann gehe ich mal mehr ins Detail rein. Und zum Abschluss des Videos sage ich dann noch ein paar Sachen generell so zum System hier in der Schweiz, was ja viel liberaler ist als in Deutschland. Und erst wenn man das versteht, dann kann man auch die Kosten vernünftig einschätzen. Dann kann man dann weiß man, wieso manche Kosten so viel höher sind als in Deutschland und dass sie im Umkehrschluss einen dann aber doch nicht mehr kosten, wenn man das dann wirklich so aufs ganze Leben hin betrachtet. Ja. Gut, fangen wir mal an. Ein paar allgemeine Punkte. Natürlich, die Lebenshaltungskosten in der Schweiz sind deutlich höher als in Deutschland oder auch in Österreich oder auch in anderen europäischen Ländern. Sie zählen sogar zu den höchsten Lebenshaltungskosten, wenn man das in Europa betrachtet, zumindest was so Flächenstaaten angeht. Die Zwergstaaten sind da jetzt ausgenommen. Und das Statistische Bundesamt in Deutschland hat für sich herausgefunden, dass die Lebenshaltungskosten hier in der Schweiz 51% höher sind als in Deutschland. Was man dazu sagen muss und was man auch schnell erkennen kann, die Löhne sind höher als diese 51%. Das heißt, wenn man jetzt einen Job wechselt von der Schweiz nach Deutschland, dann wird man so, ja, es kommt immer auf die Qualifikation drauf an, auf den Job selber, aber man kann so mit 1,5, 1,8, mit dem Faktor kann man rechnen. Manche kriegen auch das Zweifache oder sogar Dreifache. Gerade so was so IT angeht, wenn man dann Spezialist ist, dann kann das schon mal sein. Was dazu wichtig ist zu wissen, je höher der Lohn ist, der absolute Wert, desto niedriger ist dann die Differenz zu dem in Deutschland. Also wenn man das jetzt vergleicht, Deutschland und Schweiz. Das heißt, wenn jetzt jemand 120.000 verdient, der wird jetzt in der Regel nicht das Doppelte bekommen. Wenn er hier in die Schweiz zieht, der wird dann nicht seine 240.000 haben. Es ist möglich, aber es ist eher nicht die Regel. Ja? Wenn jetzt jemand kommt mit einem Lohn, der hat 50.000 in Deutschland, dann kann das schon sein, dass er seine 80, 90 oder 100.000 hier in der Schweiz hat. Ja, das weiß ich aus eigener Erfahrung auch und auch von vielen Kollegen hier. Aber eben, ihr könnt euch da gerne mal das detaillierte Video anschauen dazu. Das verlinke ich dann wie immer oben in der Ecke und in der Videobeschreibung natürlich auch. So, und jetzt geht es dann ins Eingemachte. Jetzt nenne ich hier meine Lebenshaltungskosten. Und fangen wir mal direkt mit dem größten Batzen an. Ich habe es dann so aufgelistet, dass ich halt mit dem höchsten Wert anfange. Und das ist hier die Miete. Miete in Anführungszeichen, weil meine Frau hat eine Eigentumswohnung. Und das ist jetzt keine Mietwohnung und es wird auch keine Miete fällig. Trotzdem beteilige ich mich natürlich an den Kosten, weil sie muss ja auch Kosten tragen. Oder es gibt dafür eine, sie hat natürlich die, sie muss die Wohnung amortisieren, sie muss halt die Tilgung zahlen. Sie muss Zinsen zahlen, sie muss die Nebenkosten zahlen. Und an diesem Ganzen beteilige ich mich. Das ist so, wenn man so will, ein Freundschaftspreis. Und alles zusammen sind dann 1.500 Franken für mich pro Monat, die ich zahle. Ja, und den gleichen Batzen zahlt dann ungefähr auch meine Frau. Wenn man jetzt diese Wohnung und die jetzt schon länger dabei sind auf dem Kanal, die werden dann so einen kleinen Eindruck schon haben, was das für eine Wohnung ist. Also es ist eine eher höherpreisige Wohnung. Wenn man die jetzt mieten wollen würde, und ich habe da so ein paar Referenzwerte, weil es ist eine große Überbauung, da sind immer mal wieder gleichwertige Wohnungen ausgeschrieben. Dann kann man so mit einer Miete rechnen, mit einem monatlichen Mietzins von 3.500 bis 4.000 Franken. Das wäre dann schon, es ist dann auch schon teuer für die Schweiz oder für Schweizer Verhältnisse. Ja. Aber es ist halt eine 4,5 Zimmerwohnung, ist eine hochwertige Ausstattung und dementsprechend hoch wäre dann die Miete. Es gibt natürlich auch viel günstigere Wohnung. Es gibt auch 4,5 Zimmer Wohnungen hier in der Umgebung, die kann man für 2.000 Franken pro Monat mieten. Das nur so nebenbei. Gut, dann gehen wir mal weiter. Und eben im Schnelldurchgang machen wir es jetzt. Dann der nächstgrößere Batzen sind 1.300 Franken Haushaltsgeld, nenne ich das immer. Das geht von mir und von meiner Frau jeweils 1.300 Franken, gehen auf so ein Gemeinschaftskonto und von da kaufen wir halt die Dinge des täglichen Bedarfs. Lebensmittel, Drogerieartikel, Kleidung für unsere Tochter, Restaurantbesuche, wenn wir mal kleine Ausflüge machen, kleinere, dann wird das davon bezahlt und damit kommen wir eigentlich zurecht. Klar, so ein Wochenendtrip oder so ist jetzt nicht da, das muss jetzt vom anderen Geld dann noch bezahlt werden, aber so für den täglichen Bedarf und für Lebensmittel und so, da kommen wir eigentlich gut zurecht.
Und ich habe ja mal auch getrackt, wie viel Lebensmittel ich da, wie viel ich oder wie viel wir für Lebensmittel ausgeben. Und das sind so 800 Franken immer gewesen, nur so für euch als Richtwert, falls euch das genauer interessiert. Genau, dann gehen wir jetzt zum nächsten Punkt über. Und das ist die Kinderbetreuung. Das ist in der Schweiz ein Punkt, der ist viel, viel teurer als jetzt in Deutschland oder wahrscheinlich auch in anderen europäischen Ländern. Und da kommen wir dann auch dann später dazu mit dem liberaleren System. Die Kinderbetreuung, dafür bezahlen wir derzeit jeweils 520 Franken, insgesamt halt 1040 Franken im Monat. Und das ist für eine 2 Tage pro Woche Kinderbetreuung. Wenn das jetzt eine Vollzeitbetreuung wäre, müssten wir 2600 Franken zahlen pro Monat. Wieso das so ist, eben, da komme ich dann später noch zu. Dann der nächstgrößere Punkt oder Posten, das ist die Krankenkasse bei mir. Da hatte ich 290 Franken im letzten Blogbeitrag angegeben, wo ich da auch schon über die Kosten gesprochen habe oder die Kosten beschrieben habe, sagen wir mal so. Ich habe jetzt meinen Hausarzt gewechselt und dabei habe ich dann auch eine neue Police bekommen und jetzt ist sie ein bisschen teurer geworden und liegt jetzt bei 305 Franken pro Monat. Und ich denke mal, das liegt daran, die Ärzte geben halt Rabatte, verschiedene Ärzte geben Rabatte, manche geben keinen Rabatt. Den ich jetzt habe, das ist so ein Arztzentrum, der gibt halt weniger Rabatt als das Arztzentrum, wo ich vorher war. Und daher kommt es dann zu dieser Preiserhöhung. Ja. Gut, dann der nächstgrößere Batzen ist das Auto. Das sind 290 Franken, rund 290 Franken. Nagelt mich da nicht fest, da auf einen Rappen oder so, weil es ist natürlich immer variabel, aber ich habe jetzt mal so Durchschnittswerte genommen, eben Treibstoff und so. Es kommt natürlich darauf an, wie viel man fährt und alles. Aber insgesamt liegen wir da bei 290 Franken pro Monat. Und mein Anteil, Entschuldigung, liegt bei 150 Franken, weil wir uns das natürlich auch teilen miteinander. Dann kommen wir zu dem nächsten Punkt, das sind die Versicherungen. Da liegt mein Anteil bei 44 Franken pro Monat. 88 Franken pro Monat für uns beide. Da ist dann drin eine Haftpflicht und Hausrat, das ist eine Kombinationsversicherung. Dann noch eine Reiseversicherung und eine Rechtsschutzversicherung. Die sind halt alle mit da drin. Reiseversicherung, Rechtsschutzversicherung braucht man jetzt nicht unbedingt. Eine Haftpflicht, finde ich, ist sehr sinnvoll, ist keine Pflichtversicherung, aber das wird euch jeder sagen, jeder sollte eine Haftpflichtversicherung haben. Hausrat ist jetzt auch kein Muss. Ja. Aber wenn man jetzt, wenn man schon einiges da investiert hat und es ist eine hohe Summe, dann rechnet sich, also sollte man schon eine Hausratversicherung haben, sagen auch Experten, ist auch meine Meinung. Ja. Dann der nächste Punkt, Internet und Handy. Fürs Internet zahle ich dann die Hälfte von diesen 45 Franken, die meine Frau durch einen guten alten Vertrag noch hat. Das ist eine 1-Gigabit-Leitung, ungedrosselt, also die wird nie gedrosselt oder so, unlimitiert. Und dafür zahle ich dann halt die Hälfte, oder davon zahle ich die Hälfte, das sind dann 22,50 Franken. Dann habe ich noch einen Handyvertrag, dafür zahle ich 32 Franken pro Monat. Das ist eine All-Net-Flat, sage ich mal. Ich habe also alle Anrufe innerhalb der Schweiz hier kostenfrei. Und SMS, gut, die schreibt man eh nicht mehr, aber die sind auch kostenfrei. Und ein unlimitiertes Datenpaket, also Datenvolumen ist nicht begrenzt. Ja. Ich kann so viel surfen, wie ich will hier. Ja. Und so viel streamen und alles, wie ich will. Dann sind wir beim Strom. Da zahlen wir 42 Franken pro Monat. Strom ist übrigens viel, viel günstiger als in Deutschland. Wir zahlen für eine Kilowattstunde rund 20 Rappen. Das sind ungefähr, wenn man so will, 20 Cent. Viel günstiger als in Deutschland. Und im Niedertarif sogar noch mal günstiger ab 20 Uhr bis 6 Uhr morgens und am Wochenende auch. Und mein Anteil liegt dann bei 21 Franken pro Monat. Dann was auch noch, das ist ein sehr kleiner Posten, aber diese Frage kommt immer wieder, gibt es auch den öffentlichen Rundfunk in der Schweiz, muss man dafür auch eine Pflichtabgabe bezahlen. Ja, und ja, das ist auch so, pro Haushalt muss man da die sogenannte Serafee bezahlen. Und die liegt bei 335 Franken pro Jahr. Die wurde übrigens zweimal gesenkt in den letzten Jahren. Erst auf 365 und jetzt auf 335. Geht also den umgekehrten Weg jetzt nicht, wie in Deutschland, wo so schon wieder über eine Erhöhung nachgedacht wird. Und das sind für mich dann 14 Franken pro Monat. Ja, alles zusammen sind dann 3.908 Franken, wenn ich mich nicht verrechnet haben sollte. Und da drin ist natürlich nicht alles enthalten. Da sind jetzt keine Ferien drin enthalten, da ist jetzt keine Kleidung von mir enthalten. Also solche Sonderausgaben habe ich da jetzt nicht mit berücksichtigt. Ja, das sind jetzt einfach nur die Lebenshaltungskosten. Und ich denke mal, darauf kommt es auch an. Das wollt ihr ja da wahrscheinlich dann wissen,
was muss man ausgeben hier und die ganzen variablen Kosten. Was bringt es euch, wenn ich sage, ich kaufe mir Kleider für 100 Franken im Monat oder für 1000 Franken im Monat? Es bringt euch ja nichts, weil ihr wisst ja nur, wie viel ihr dafür ausgeben wollt und ausgeben werdet, oder? Was auch noch interessant ist natürlich, wie der Preisunterschied jetzt ist, sage ich mal, zwischen der Schweiz und Deutschland, was diese Posten angeht. Und da kann ich jetzt sagen, so Kleider, so im Schnitt 30% teurer, ja, also Kleidung. Aber eben, manche kaufen die auch in Deutschland, manche fahren sogar gerne nach Konstanz, um da dann shoppen zu gehen. Und dann hat man auch die deutschen Preise und dann kriegt man sogar noch die Mehrwertsteuer zurück. Sowas ist natürlich dann alles variabel, eben wo ihr das einkauft, was ihr für Kleider einkauft und so. Und deswegen habe ich die jetzt auch nicht aufgelistet und ich track das auch nicht. Diese ganzen variablen Dinger, die track ich einfach nicht. Ich weiß nicht, wie viel ich für Kleidung ausgebe pro Monat. Ja. Und auch für Ferien und so, das track ich eigentlich auch nicht. Und dann noch ein guter Punkt, finde ich jetzt zu der Miete. Wenn ihr jetzt für euch festlegen wollt oder rausfinden wollt, was kostet denn so eine Mietwohnung hier in der Schweiz, dann schaut wirklich in die Immobilienportale rein. Statistiken bringen da eher weniger. Also man kann sich da schon einen Überblick mit verschaffen. Aber eben Statistiken, da sind ja auch viele Bestandsmieten drin, wo schon Mieter lange, lange Jahre diese Wohnungen angemietet haben. Und dementsprechend niedrig sind dann natürlich auch die Mietzinse. Und das verzerrt dann so ein bisschen das Bild. Das heißt, die neuen Mieten sind dann tendenziell höher. Aber ihr könnt so Immobilien-Scout24 oder sowas oder HomeGate, das ist, glaube ich, so das größte Immobilienportal hier in der Schweiz. Das könnt ihr euch anschauen und da man dann ein Gefühl für entwickeln, was hier so die Mieten kosten. Ja, dann kommen wir eigentlich jetzt zum liberaleren System hier in der Schweiz. Eben, es wird mehr Eigenverantwortung verlangt, aber es werden auch viel weniger Steuern erhoben. Ja? Also die Steuerbelastung ist viel, viel niedriger als in Deutschland. Als ich hierher gekommen bin, ich habe weniger Steuern bezahlt, obwohl ich hier den doppelten Lohn hatte als jetzt in Deutschland. Das ist ja schon, also das ist schon immens gewesen, da habe ich mich echt gewundert. Natürlich, manche Kosten muss man halt selber dann tragen, so wie bei der Kita zum Beispiel. Ja. Aber eben das ist dem liberaleren System geschuldet. Ja. Und das muss man halt alles im Hinterkopf behalten. Und wichtig ist auch, dass ihr da wirklich darauf hinarbeitet, dass ihr eine ordentliche Sparquote habt. Mindestens 10% sollte man sparen, meiner Meinung nach. Besser wären 20 oder sogar mehr. Man übertreiben muss man es auch nicht. Aber 10% sollte man mindestens von dem Nettolohn, den man hat, sparen und auf die Seite legen für halt den Fall der Fälle. Ja. Gut, und damit wären wir eigentlich schon am Ende des Videos angelangt. Wenn ihr Fragen habt, wie immer gerne in die Kommentare rein. Und ansonsten bedanke ich mich, dass ihr bis zum Schluss dabei gewesen seid. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.